Sie haben nun das dritte Naturschutzgebiet im Gotteskoog erreicht. Der Haasberger See im Mündungsbereich des Dreiharder Gotteskoog-Stromes liegt unmittelbar an der deutsch-dänischen Grenze und gehört ebenfalls zum Natura 2000-Netz. Dieses Gewässer erfüllt gleichzeitig wasserwirtschaftliche und ökologische Funktionen, denn es handelt sich um einen Hochwasserspeicher und einen besonderen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Der Haasberger See ist nur im Winterhalbjahr ein See, wenn die Süderau und der Dreiharder Gotteskoogstrom über die Ufer treten und Wasser zu Stauzwecken in das Gebiet abgeben. Im Frühjahr und im Sommer entsteht nach Versickerung und Verdunstung des Wassers eine Feuchtwiese mit einigen Wasserlöchern, großen Schilfbeständen und vielfältiger Vegetation. Das Gebiet weist eine artenreiche Vogelwelt auf. An Flachwasser gebundene Vogelarten wie Schwäne, Stockente, Knäckente, Krickente und Pfeifente, Grünland bevorzugende Wiesenvögel wie Kiebitz, Wiesenpieper und Bekassine und Röhrichtbewohner wie Rohrweihe und Braunkehche sowie riesige Starenschwärme finden sich hier ein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie werden nun nach Sebel geführt. Dort auf dem Parkplatz hören wir wieder voneinander.